Gut, da drüben waren wir ja schon. Gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Huch. Wusste ich gar nicht, dass hier was war. Ich wollte eigentlich bloß, dass der da rüber geht. Na gut. Haben wir noch schön die Kisten uns angeschaut. Wissen wir jetzt also zumindest schon mal, wo die Schwimmwesten sind. Das ist doch auch schön. Aha, da ist jetzt also der kleine Bursche, genau wie ich das im Ladebildschirm gesehen habe. Und ich vermute, dass der uns irgendwie helfen können wird, Constable Oliver loszuwerden. So, der pennt ja immer noch, also da hat sich nichts geändert. Deswegen reden wir doch direkt mal mit, nicht mit Matt, sondern wir gehen erstmal hier hinter zu Miss Miller und Professor Lucien. Das interessiert mich jetzt gerade ein bisschen mehr irgendwie. Ist doch schön, wenn mal alle da sind und man alle mal verhören kann ein bisschen. Miss Miller und Professor Lucien unterhalten sich angeregt. Sie wirkt dabei sehr gelöst für ihre Verhältnisse. Guten Morgen, Miss Miller. Professor Lucien? Wachtmeister Zähne, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie seien gestern Abend ohnmächtig geworden. Nun ja, nicht direkt. Ich wurde vergiftet. Oh! Dieser Schuft. Ja, vergiftet. Es war halt ein Betäubungsmittel, ne? Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Chloralhydrat hat mir deshalb nichts gesagt, weil es mal wieder irgendein komischer Trivialname ist. Diese Organiker, die müssen immer allen Molekülen einen Trivialnamen geben. Wenn sie es beim systematischen Namen Trichloralhydrat genannt hätten, dann hätte ich auch gewusst, was es ungefähr darstellt vom Molekül her. Okay, aber diese Chlorverbindungen, die sind immer so ein bisschen komisch. Man kann sich ja auch mit... ich fange jetzt gar nicht erst damit an. Wen meinen Sie mit dieser Schuft? Diesen blinden Passagier, diesen neuen Raben. Der Junge kann nicht der Mörder sein. Als der Schuss ertönte, war er schon in Gewahrsam von Constable Oliver. Sie meinen... Wer immer die Baronin ermordet hat, befindet sich noch auf freiem Fuß. Ich glaube, ich sollte mich verabschieden. Ich würde mich gern ein wenig ausruhen. Eine letzte Frage noch, Professor. Es ist so ein bisschen Columbo-mäßig hier. Ach ja, ich hätte da noch eine Frage. Glauben Sie, das Auge ist im Tresor in Legrands Kabine sicher? Natürlich ist es das. Mir wurde versichert, dass der Tresor nur in stundenlanger Arbeit mit schwerem Gerät aufgebrochen werden kann. Und wenn Legrand nicht in der Kabine ist, sehen ich oder Constable Oliver jede Stunde nach dem Rechten. Oh. Verstehe. Ich möchte jetzt in meine Kabine. Wir sehen uns später, Mary. Natürlich. Bis später. Das heißt, er hat einen Schlüssel dafür. Das ist gut zu wissen. Vielleicht brauchen wir da gar keinen Dietrich. Bitte mal loslegen. Ich wollte Ihre Unterhaltung mit Professor Lucien nicht so abrupt beenden. Ich weiß auch nicht, was er hat. Die Erkenntnis, dass sich immer noch ein Einbrecher auf dem Schiff befindet, scheint ihn erschrocken zu haben. Er war die ganze Zeit völlig entspannt und dann... Dann kommt der blöde Schweizer Wachmann und macht ihn nervös. Oh, das wollte ich damit nicht sagen. Schon gut. Er wird sich gewiss bald beruhigt haben und zurückkommen. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Ja, ich glaube nicht, dass es nur das gewesen sein wird. Da wird schon noch irgendwas anderes dahinter stecken. Und Lucien ist sowieso immer so ein bisschen merkwürdig vom Verhalten her, muss ich sagen. Also der ist immer so, keine Ahnung, so aufgeregt und hibbelig. Keine Ahnung, der ist ganz merkwürdig, der Kerl. Wie geht es Matt? Er sieht zufrieden aus. Er ist nach der Aufregung schon wieder ganz der Alte. Aber ich habe ihm nichts von dem Mord erzählt. Das wäre dann doch etwas zu viel für ihn. Ich glaube, ihn haut so leicht nichts um. Ich möchte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie im Zug getan haben. Ich hätte nicht gewusst. Alles gut. Das war doch selbstverständlich. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt? Es war ganz schrecklich. Ich hatte mich nett mit Edgar, Professor Lucien, hier auf dem Vorderdeck unterhalten. Dann wollte ich nach der Lady sehen und bin übers Nebendeck nach vorne gegangen. Als ich an der Kabine der Baronin vorbeikam, habe ich einen gedämpften Schrei gehört. Sie hörten einen Schrei? Ja, ich dachte, vielleicht sei die Baronin gestürzt. Ich ging zur Tür und lauschte, ob noch etwas zu hören sei. Da nichts zu hören war, klopfte ich an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bekam keine Antwort.
Interessant. Und dann? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war verriegelt. Ich hatte den Butler der Baronin, Mr. Inch, auf dem Vorderdeck gesehen. Ich dachte mir, dass er vielleicht einen Schlüssel hätte und ging zurück. Auf dem Weg dahin kam mir erst der Bobby entgegen und dann Edgar, der nach dem Tresor sehen wollte. Ich erklärte ihm die Situation, dann ging der Alarm los. Okay, also ich vermute mal, sie hat den eigentlichen Todeszeitpunkt der Baronin mitbekommen. Wenn Professor Lucien, und der Constable Oliver von auf dem Vorderdeck waren, können wir die schon mal ausschließen. Irgendjemand hat sie jetzt noch erwähnt, glaube ich, ne? Ich hab's jetzt gerade, aber... Achso, den Butler natürlich. Der Butler wird es dann wohl auch nicht gewesen sein. Aber der hat sowieso überhaupt kein Motiv. Wen haben wir denn da? Also, ich muss sagen, damit, dass wir den Tatzeitpunkt ja jetzt nach vorn verschoben haben, fällt natürlich dieses Alibi, das die sich alle gegenseitig gegeben haben, auch flach. Das heißt, gut, Constable Oliver haben wir jetzt ausgeschlossen, aber ich will auch Legrand nicht vollkommen ausschließen, auch wenn ich es nicht unbedingt glaube, dass der irgendwie entweder der Rabe oder der Mörder sein könnte. Aber Dr. Gebhardt, finde ich, ist nicht ganz aus dem Rennen. Zumal der ja auch irgendwie in die Sache mit dem Betäubungsmittel verstrickt war. Also, der ist auch so ein bisschen verdächtig, finde ich. Wie hat der Schrei geklungen? Es war ein kurzer Aufschrei. Sehr ängstlich, als hätte sich jemand erschrocken. War es eine Frauenstimme? Ja, die Stimme war hoch. Es könnte also ein Aufschrei der Baronin gewesen sein. Zum Beispiel, weil sie jemanden in ihrer Kabine entdeckt hat. Ich denke schon. Dieser jemand könnte sie dann mit einer Waffe bedroht haben, damit sie nicht um Hilfe schreit. Oh Gott. Er wartete, bis die Luft rein war? Ach bitte, hören Sie auf, Herr Zellner. Der Butler der Baronin hat ausgesagt, ebenfalls auf dem Vorderdeck gewesen zu sein. Ja, er stand auf der anderen Seite des Decks und rauchte eine Zigarre. War er die ganze Zeit auf dem Vorderdeck? Ich bin mir nicht sicher. Er war da und später war er mit auf dem Nebendeck. Er hat sich um sie gekümmert, als sie ohnmächtig dalagen. Er hat ihren Kragen aufgeknöpft und ihren Kopf gehalten, während der Doktor sie untersuchte. Aber Sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er mit oder nach Ihnen und Professor Lucien vom Vorderdeck gekommen ist. Also, nein. Aber woher sollte er denn sonst gekommen sein? Ja, ich finde ihn trotzdem auch nicht verdächtig, weil der... Also, man kann es natürlich nicht ganz ausschließen, aber mir fehlt irgendwie das Motiv dabei. Er schadet sich ja eigentlich nur selber. Also, er hätte eigentlich nicht wirklich einen Grund, sie zu töten. Das will mir nicht so ganz einleuchten. Das höchstens kann es natürlich sein, er ist erst vor einem halben Jahr dort angetreten mit seinem Dienst, dass er überhaupt erst in ihren Dienst getreten ist, um sie umzubringen. Wobei dann natürlich eigentlich dumm wäre, das bei dieser Kreuzfahrt zu machen. Da könnte man es ja auch irgendwo anders machen. Also das leuchtet überhaupt nicht ein, finde ich. Der könnte viel, viel bessere Momente garantiert abpassen, anstatt es hier zu machen, wo sowieso gerade alle in Ermittlungslaune sind, weil der Rabe unterwegs ist. Also, das passt nicht, weil er hätte ja immer die Gelegenheit, er ist ja immer um sie herum. Haben Sie Inspektor Legrand die Vorgänge geschildert? Ja, gestern Abend. Er war sehr interessiert und hat sich einige Notizen gemacht. Aber ich wollte dann nach Lady Westmacott sehen und er hat mich recht bald gehen lassen. Er meinte, er würde meine detaillierte Aussage heute aufnehmen. Verstehe. Glauben Sie, der Mann aus dem Zug hat auch die Baronin auf dem Gewissen, Wachtmeister Zellner? Ich weiß es noch nicht. Es ist schrecklich. Explosionen, Diebe, Mörder. Das ist nicht die richtige Umgebung für eine Lady und einen kleinen Jungen. Sie und Professor Lucien schienen sich angeregt zu unterhalten. Oh ja, er ist Experte für altägyptische Kunst und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hieroglyphenforschung. Er ist Leiter der ägyptischen Abteilung im Britischen Museum, wissen Sie? Und im Ägyptischen Museum in Kairo soll er eine Ausstellung eröffnen. Richtig, in der das Auge gezeigt werden soll. Ursprünglich sollten beide Edelsteine erstmalig seit Jahrzehnten wieder öffentlich gezeigt werden. Daraus wird ja nun leider nichts mehr. Ich glaube, das hat ihn sehr mitgenommen. Wir bemühen uns, dass zumindest eines der Augen gezeigt werden kann. Gewiss. Ich werde Lady Westmacott fragen, ob wir nicht an der Ausstellungseröffnung teilnehmen wollen. Ich finde das sehr spannend. Und Professor Lucien wird Ihnen sicherlich eine Privatführung geben. Das könnte man irgendwie falsch verstehen.
Sie sind Amerikanerin, richtig? Das ist richtig. Und Sie sind wegen des Jobs nach England gezogen? Ich habe schon früher in England gelebt. Im Zweiten Weltkrieg habe ich mich freiwillig als Krankenschwester gemeldet. Ich arbeitete in einer US-Basis nördlich von London in der Apotheke. In der Apotheke? Interessant. Nun ja, es war Krieg und jeder wurde da eingesetzt, wo er am besten helfen konnte. Erzählen Sie weiter, Miss Miller. Nach dem Krieg habe ich begonnen, in London Musik zu studieren. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir haben geheiratet und sind gemeinsam in die USA zurückgekehrt. Er war auch Amerikaner? Nein, Engländer. Aber es gab wohl Probleme mit seiner Familie und er wollte möglichst weit weg. Und Sie haben für ihn Ihr Studium abgebrochen? Nun ja, ja. Ich glaube, er fand es deshalb interessant, dass sie in der Apotheke gearbeitet hat, weil ja irgendwo das Chloralhydrat hergekommen sein muss. Das hat man ja nicht einfach so mal dabei. Es war bestimmt nicht leicht, das Leben als alleinerziehende Mutter. Es war sehr hart. Ich arbeitete von früh bis spät und trotzdem reichte es nur für das Nötigste. Und ich konnte Matthew nicht die Aufmerksamkeit geben, die er benötigte. Und dann trat Lady Westmacott in ihr Leben. Wie ein Engel aus dem Nichts. Sie muss mir die Stelle wohl aus Mitleid angeboten haben, denn ich hatte ja keine Erfahrung als Gesellschafterin. Sie machte mir dieses großartige Angebot. Ich konnte es kaum glauben. Und sie ist ganz vernarrt in Matt. Sie bietet ihm eine gute Ausbildung und nun hat er alle Chancen im Leben. Eine fast unglaubliche Geschichte. Ich fürchte immer noch, dass es ein Traum ist, aus dem ich eines Tages aufwache. Wie ist es so, für eine weltberühmte Persönlichkeit zu arbeiten? Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich und die Lady vergütet sie auch noch sehr großzügig. Sie haben viel Glück gehabt, dass die Lady Ihnen die Stelle angeboten hat. Ja. Ich bemühe mich so, die Erwartungen der Lady zu erfüllen, aber manchmal habe ich das Gefühl, es nicht schaffen zu können. Lady Westmacott könnte sich keine bessere Gesellschafterin wünschen. Ich spare so viel Geld, wie ich kann. Ich würde alles tun, damit Matt sein neues Leben nicht aufgeben muss. War ja auch gerade irgendwie komisch, da hat genau eine Stelle im Dialog gefehlt, die wahrscheinlich nicht eingesprochen oder nicht richtig implementiert. Entschuldigung. Nicht richtig implementiert wurde, keine Ahnung, es war irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ne? Was, Wort an Inspektor Partout? Lady Westmacott machte im Zug eine Andeutung, sie hätte ihre Romanfigur Inspektor Partout ermordet. Ach so. Was meinte sie damit? Oh, sie meinte bestimmt das Manuskript. Manuskript? Sie hat es immer bei sich. Es ist ein unveröffentlichter Partout-Roman. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie ihn nicht veröffentlicht hat. Sie sagte, sie hätte in ihrem Testament verfügt, dass er erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden solle. Und in diesem Roman wird Partout ermordet? Vielleicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Niemand hat das. Am besten fragen Sie sie selbst. Wenn Sie in einer Apotheke gearbeitet haben, kennen Sie sich doch bestimmt mit Medikamenten und Giften aus, oder? Jeder Stoff ist potenziell ein Gift. Auf die Dosierung kommt es an. Sagt Ihnen Chloralhydrat etwas? Das ist ein Beruhigungsmittel, nicht wahr? Das frage ich Sie. Lady Westmacott hat mich auch immer solche Sachen gefragt für ihren letzten Roman. Aber da ich nie vorhatte, jemanden umzubringen, habe ich mich mit Strychnin und Arsen und all diesen Dingen nicht beschäftigt. Ich könnte Ihnen etwas gegen Kopfweh, Halsschmerzen oder Ausschlag empfehlen. Sehr freundlich, aber dafür besteht kein Anlass. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Na gut, dann wollen wir noch mit Matt reden und schauen mal, was der noch so zu sagen hat und ob er uns hier irgendwie mit Cotswold Arriva helfen kann. Das wäre ja ganz schön, wenn wir den endlich mal beseitigen können. Also, irgendwo anders hinschaffen. Matt beschäftigt sich mit diesem seltsamen Spiel. Auf den ersten Blick sieht er wieder ganz normal aus. Ich glaube aber, dass er durchs ganze Schiff toben würde, hätte er die Sache im Zug wirklich vollständig verdaut.